seiner heiligen Schrift für euch und für heute und zum Sonntag. Und in Jeremia 49, in den Versen 1 bis 6, steht geschrieben: So spricht der Herr. Denn Israel keine Kinder oder hat es keinen Erben? Warum besitzt denn Milko das Land Gad? Und warum wohnt sein Volk in dessen Städten? Darum siehe, es kommt die Zeit, der Herr, dass ich will ein Kriegsgeschrei erschallen lassen über Rabba, die Stadt der Ammoniter, und es soll zu einem wüsten Schutthügel werden. Seine Tochterstädte sollen in Brand gesteckt werden. Aber Israel soll seine Besitzer besitzen, spricht der Herr. Heule, Eschbon, Ei ist verwüstet. Schreit, ihr Töchter von Rabba, und zieht den Sack an. Klagt und lauft hin und her mit Ritzwunden, denn Milchbohm wird gefangen, weggeführt samt seinen Priestern und Fürsten. Ungehorsame Tochter, die dich auf deine Schätze verlässt und sprichst: Wer darf sich an mich machen? Siehe, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Ich will Schrecken über dich kommen lassen, von allen rings um dich her. Ihr sollt in alle Richtungen versprengt werden, und niemand wird die Flüchtigen sammeln. Aber danach will ich wieder wenden das Geschick Ammons, spricht der Herr. Meine Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes, das war heute wieder ein wundervolles Wort Gottes. Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.